Nun kommen wir noch zu den letzten Arbeitsschritten. Wenn du das Ausgabentotal etwas genau betrachtest, so merkst du sofort, dass das überhaupt nicht stimmen kann. Wir haben ja viel größere Ausgaben als die gesamte Summe. Wenn wir die Formel etwas genauer anschauen, so siehst du, dass eben nur die ersten beiden Ausgaben erfasst sind. Ja klar, wir haben sie ja von oben kopiert und da sind eben nur zwei Zahlen erfasst worden. Das lässt sich aber sehr schnell korrigieren, indem wir einfach den Anfasser unten rechts packen und den Bereich aufziehen und erneut die Enter-Taste klicken. Nun ist es klar, bei einem Klassenlager gibt man natürlich mehr aus, als eingenommen wird. Der Rest zahlte normalerweise die Schule. Wir haben also einen Ausgabenüberschuss. Und der besteht aus der Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen. Das lösen wir wiederum über eine Formel mit einem Gleich. Das Ausgabentotal minus das Einnahmentotal, Enter-Taste. Und hier haben wir diese Differenz. Damit sie etwas besser sichtbar ist, heben wir sie mit einem leichten Grauschimmer hervor. Und jetzt als letztes wollen wir noch wissen, wie viel dann jede Schülerin effektiv gekostet hat. Hierzu müssen wir also diesen Ausgabenüberschuss wiederum mit einem Gleich durch die Anzahl Schüler innen rechnen. Ein Durch machen wir mit diesem Schrägstrich oberhalb der 7, wenn du keinen Zahlenblock hast. Und anstatt die Schülerzahl jetzt von Hand reinzuschreiben, wählen wir wieder ein Feld aus, wo die drin steht. Achtung, es sind nicht 21, da ist nämlich noch die Lehrperson und die Begleitperson dabei, sondern hier in diesem Feld finden wir die Schülerzahl. Mit der Enter-Taste wird der Betrag pro Schülerin angezeigt. Auch dieses Feld wird markiert mit schwarzer Hintergrundfarbe diesmal und mit weißer Schriftfarbe und Fett. So, noch nicht ganz so elegant ist dieses A, das klebt mir ein bisschen zu sehr bei der Spalte C. Ich mache es ein bisschen breiter, dafür wähle ich die ganze Spalte aus und wähle zentrierter Satz. Und jetzt wirkt es eigentlich doch schon recht elegant und ist bereit für den Druck.